Servus und grüß euch, Folge 57 PC-Bildungssimulator hier bei mir auf diesem schönen Kanal. Der Nikolaus oder der Weihnachtsmann hat oder das Christkind, wie auch immer. Nein, ich habe jetzt die Beleuchtung, wie gesagt, mal gewechselt von der Halloween-Beleuchtung auf dieses schöne Weihnachtsbeleuchtungsmodell hier im Spielchen. Wir nehmen jetzt also mal die Teile zur Hand, die wir uns bestellt haben. Verräumen das Ganze hier mal, starten unsere Arbeitsmaschine, natürlich nur die Kaffeemaschine. Oder haben immer fleißig was da, sage ich mal. Gehen einmal zu unserem von letztem Mal noch übrig gebliebenen Reparaturkistchen, in dem das Mainboard ja auf alle Fälle mal defekt ist. Das heißt, wir werden jetzt hier was verkaufen. Bauen wir jetzt also hier einmal das passende Mainboard ein. Machen hier mal den Bügel auf. Suchen uns dann unseren AMD-Prozessor wieder aus, den 1700er. Der da drinnen war, machen den Bügel wieder zu, dann nehmen wir ein bisschen Wärmeleitpaste hinauf, dann machen wir da gleich mal den Speicherclip auf, weil da haben wir ja auch die defekte RAM, den defekten Speicher drinnen, den kann man gleich mal verkaufen, der muss da wieder hinein. So, dann schauen wir mal, ob wir da den passende die Wasserkühlung aufschrauben können, wieder so rauf auf den Deckel sozusagen. Die Founders Edition kommt wieder eine. Natürlich auch das Netzteil muss wieder hinein. Und auf der Gegenseite drinnen müsste die Festplatte gewesen sein. Die kommt also auch noch mal eine. Ja, ich weiß nicht, welche Kabel das da drin hat, aber schauen wir mal, wenn das alles so ein bisschen schön gelb ist. Aber ich glaube, da waren rote Kabel drin. Das ist, glaube ich, ein guter Kontrast. Dann nehmen wir geflochten Rot. So. Ich hoffe, wir kriegen alles wieder dran. Braucht natürlich auch noch Strom. Und das Mainboard braucht auch noch Strom. Sonst habe ich noch was vergessen. Der Netzschalter noch wieder irgendwo. Musste der Deckel wieder drauf. Das hat nämlich auch schon mal gekostet oder was. Und dann musste nämlich da auch nochmal schauen. Bei den Kabeln. Genau, das ist nämlich der Netzschalter. Das hat mir nämlich auch schon mal verbiert. Und dann kannst du nämlich nicht starten, das Schnuckerl, genau. So, das ist doch sehr schön. Alles zu, alles dicht. Das ist nicht von diesem Rechner. Das sind also nur die Seitendeckel wieder draufschrauben und hier geht's. Und wieder ein zufriedener Kunde. So, jetzt nehmen wir mal eine Diagnostik. Die stelle jetzt aber einfach mal daher, die zwei Diagnostizianer. Die werden wahrscheinlich noch ein bisschen länger da bleiben. Das heißt, wir müssen wir vielleicht sogar das passende Netzteil bestellt haben. Damit ist der Auftrag nämlich auch schon mal erledigt da. Auf einem meiner Schmierzettelchen. Mal ganz gut, wir können uns an diese Aufgaben hier wagen. Das ist der von der IT-Abteilung, den wollen wir zum ersten Angriff nehmen. Sagt es und stellt ihn wieder weg. Das geht mal gar nicht so. Also, da haben wir jetzt gesagt, stecken wir jetzt mal die Karten ab. Der muss auf der Bügel. Und die Grafikkarte raus, der kriegt gleich mal eine. Was wolltest du haben? Eine 1080, genau. Einmal 1080 suchen. Gibt da schon mal eine, können wir dann gleich mal zuschrauben. Der kommt auch runter. Der kommt raus, da muss ein. Oh, willst du mir kämpfen? Oh, na doch nicht. Ich meine, ob es nur ein 7700er bestellt. Das wäre nicht so gut gewesen.
Jetzt habe ich gesagt, spendieren wir jetzt einen anderen Lüft auch, oder? Sagen wir mal nicht so. Jetzt zwei Speicherclips aufmachen. Und die Arbeitsspeicher hinein damit. Haben wir das schon mal? Was jetzt auch noch machen wir hier das? Das heben wir uns einmal auf für ganz einfache PC-Zusammenbaut nochmal. Dafür kriegst du jetzt auch wieder so ein 450er Netzteil für ein bisschen mehr Leistung. So, dann kriegst du wieder grüne Kabel. Alles anschließen hier, was da so drinnen ist. Und dann hoffentlich sollte das alles laufen, ja? Und wieder einer fertig. Stopp. Und der nächste Upgrader kommt auf den Tisch. So, das ist der. Das passt eh, da können wir nämlich dann den Benchmark-Test laufen lassen, genau. Da müsste es jetzt eigentlich ausreichend sein, nur, in Klammern, nur den Prozessor zu wechseln. Das heißt, der kommt außen und der soll dafür einen 6600er bekommen. So. Der kommt eine, der Deckel kommt drauf, die Wärmeleitpaste dazu, den Prozessorkühler wieder drauf stülpen. Und was wir jetzt entfernen müssen, ist alles an Kabeln, was da drin so umeinander liegt. Weil die junge Dame wollte. Da ist noch eins. Haben wir da neues? Schaut so aus. Die junge Dame wollte orange Kunststoffkabel haben. Alles gut, alles dran. Ah, da haben wir noch den Schalter vergessen. Dann werden wir unseren USB-Stick brauchen, weil da brauchen wir jetzt wieder die 3D Benchmark Software. Die ist natürlich wieder nicht drauf. Zur Sicherheit haben wir gleich meinen Virenscanner drauf. Vergessen, gell? Ja, dann mal den gleich mal abstecken und das gleich mal ausschalten. Der sollte eigentlich ja noch einen Arbeitsspeicher dazu haben. So, dabei kann der meinen Test ausführen. Ich hoffe, das passt, ohne dass uns jetzt gleich wieder den guten Plus-Screen spendiert. So. Jetzt haben wir den PC vom Sebastian auf dem Tisch. Kein RAM. So. Auf alle Fälle schon mal GeForce Dark 16 GB 2800 in Silver. Der ist auf alle Fälle schon mal defekt, so wie es ausschaut. Die Frage ist jetzt nur, den wollte ich eigentlich nicht haben. Aber dann ist schon mal drauf. Egal.
Neustart wollte ich auch nicht machen, weil ich brauche eigentlich erst einmal einen Virenscanner. Das war mir das Wichtigste, lieber Bastler. Den drauf haben. Schaut, dass dieses Omega OS nicht einfach einmal so Sachen installiert, ohne dass man Neustart machen kann. Gut, beim Virenscanner. Das ist natürlich was anderes. Da greift die natürlich etwas tiefer ins System ein, ja. Aber zur Not müssen wir die Kiste dann auch wieder komplett zerlegen. Ja, der Korblauf, ja. Dann fehlt es da noch woanders. Beziehungsweise kann es natürlich sein, dass es jetzt schon wieder ausreichend ist, nur dass wir nicht den richtigen Speicher drin haben. Kann es sein, dass er da natürlich auch schon wieder etwas deswegen umeinander. Na, ja, Spind hätte jetzt beinahe mal nicht gesagt. Der hat dann 5, 1400 drinnen. Kommt die einmal raus. Der ist in Ordnung. Eine 1080 Gaming. 8 GB. In Ordnung zu sein. Dann haben wir da eine SSD drinnen. Warte mal. Stellt man mir alles ab, was da drin ist. Der blaue Kabel. Guck. Die ist auch in Ordnung. Die müsste auch in Ordnung sein. Jetzt mein Gott, müsste normalerweise auch okay sein, aber schauen wir mal. Dann war es wirklich eigentlich nur der Arbeitsspeicher gewesen. Na schon, ja. Die Halterung drauf, das Mainboard, kannst du ja gleich selber festschrauben, Spaßvögel hier. So, der hat dann 1400 drin gehabt. Gut, das ist ab und zu bemerkt, was für zeigt, dass da drin ist, und bei Boshorn merkt, dass es eigentlich überhaupt nicht. Falscher Knopf. Blau, blau, blau blüht der Enzian. Der gute Heino. So. Gut, das heißt, den müssen wir jetzt eigentlich nur den passenden Arbeitsspeicher bestellen. Bei die Speicher. Den da. So, dann haben wir den schon mal. Wie kickt denn das hier aus? Oh, da haben wir weit drüber mit der CPU. Das ist ja genialst, da würde ich mal sagen. Genial. Und über der Bahn ist es mir sagen, das Ganze ist legen. Achtung, der. Kassieren dann so. Mit. Ja, damit man aber das Gehäuse reinigen kann, müssen wir es natürlich erst einmal so weit öffnen. Sonst wirst du schon, es geht damit gar nichts.
Schau mal, das war der mit Pfeife in viel, viel Glück und Spucke. Der das kaputte Netzteil hat, den wir einfach schon auf gut Glück bestellt haben. Aber ich glaube auch nicht, dass uns das Ding das so einfach macht, doch. Ja, jetzt ist mein Netzteil kaputt. Das hast du noch lange nicht, meine Damen und Herren. Dass das Ganze ja funktioniert. So, was nehmen wir denn da? Rein in grün. Keine CPU gefunden, Achtung! Na? Da war der Wink des Schicksals ja wirklich so einfach. Boah. Dass wir da also wirklich nur ein kaputtes Netzteil haben. Wo wir denn die ausbauen, um Gottes Willen. Alles gut schon, ja? Perfektus. Das heißt also, dass wir den Auftrag von der Susanne erledigt haben. Das einzige, was wir jetzt dann noch haben praktisch am Tisch, ist der vom Sebastian, wo der Speicherdefekt ist. Das ist ja nice. Das ist ja sehr günstig. So, gehen wir mal in den Shop auch gleich rein. So. Jetzt fangen wir dann mal das Kassieren dann mal wieder an. Einmal. Werfen. Nein, das können wir uns nicht leisten. Der nächste Kassierer, schau her. Auch der wird verworfen. Der nächste Kassierer, es ist der Wahnsinn. Sind wir in PC auf 4606 in 3D-Mark aufgemotzt, ein blitzschneller Service. So sind wir bei mir. Ja, so ist das. Benötige Reparatur, das ist der, wo der Speicher kaputt ist. So. Was haben wir denn da? Ist schon wieder umgezogen oder was? Keine Ahnung. Unbekannt. Die Absenderadresse, wenn du schon aus den Ding, das ist normalerweise das ist Spam. Voll der Spam. Wieder voller Spammer da wieder da. Das gefällt mir überhaupt nicht mehr. So, jetzt schauen wir, was wir da an Aufträgen an Land ziehen können. Und dann würde ich sagen, wir machen heute wieder mal Feierabend, den guten. Einen guten Feierabend. Der braucht einen neuen PC oder was? Nein, der hat einen PC. Der Captain Ben. Braucht Flight Sim. In der Mindestanforderung. Flight Sim Mindestanforderung heißt was? Flugsimulator Mindestanforderungen. 2 GB, 3 GB VRAM, 30 GB Festplatte, einen G4500, ne, das ist, und eine R9 280 3G. So, Mindestanforderung. Was hast denn du drin? Der i3 toppt das leichter, würde ich mal sagen. Arbeitsspeicher hat eigentlich auch nur drin, wenn ich mir das so anschaue. Man kann es eigentlich nur an der Grafikkarte fallen, oder? Puh. Das war auch lustig, gell? Wenn du sagst, das Ding braucht eigentlich nur 3 GB VRAM, aber. Also 2 GB Arbeitsspeicher hat er leicht. 3 GB VRAM, aber die Grafikkarte passt nicht. Und der G450 geht also 3 meilenweit drüber. Meilenweit. Dann schauen wir jetzt mal schnell in den ins allerwerteste Lager. Aber ich glaube nicht, dass wir mir eine passende Grafikkarte da haben. Nein. Das heißt, wir müssen einmal zu den Grafikkarten einige.
und eine R280 bestellen mit 3G. Eine Gaming 3G und den Warenkorb. Der Rest müsste passen. Da jetzt einfach mal so. Also hier mit dem Ding. So. Das wird jetzt interessant. Der L. Jekyll. Möchte also einen Leistungswert von 1270 haben und eine AIO-Wasserkühlung. Gebrauchteile möchte der Core haben. So, das heißt, wir müssen einen Bildmarker nehmen. Ein Budget von 4000 Öcken haben wir zur Verfügung. Ein Score von 12.070, Level haben wir 15. Wir brauchen eine Calculate. So. Das sind noch mal schöne Sachen, was man da einbauen darf. Das lässt sich doch einmal ganz gut. So, einen Ryzen 7 1800X. Das Ganze muss auf ein GA AX 370 Gaming 5. Und wir brauchen Asus ROG GTX 1080 Overclock Edition und das Ganze zweimal. Und wir brauchen ADATA XPG Flame 8 GB 3000 MHz. Das sollte uns 12.284 Punkte bringen. Und wir brauchen mindestens 455 Watt. Watt und der Watt und der Wattkühlung. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Prozessoren 1800X ein Stück. Prozessor 1800X ein Stück, den haben wir noch da. Der ist auch nicht gebraucht, also nehmen wir den aus dem Lager. Das ist schon mal gut. So, Hauptplatine. Ein Gaming 5, der kann das Ganze, das passt auch. In den Warenkorb. So. Speicher. ADATA Flame XPG 8 GB 3700. Ah, 3000 in den Warenkorb. Haben wir also A. Und bei den Grafikkarten brauchen wir jetzt 1080er. Wie viel Kohle haben wir noch? 4000, ja, passt schon. Und zwar brauchen wir Asus ROG Strike GeForce GTX 1080 Overclock Edition. Die brauchen wir zweimal. Eins, zwei. Netzteile, da suchen wir uns jetzt mal was aus. Haben wir da Modulares? Modular SFX RTX. Hui. Dann nehmen wir das, geht rein mit 550 Watt. Da haben wir nur Reserve noch um. So.
Prozessor haben wir vom Lager. Prozessorkühlung, so. Steht aber nicht drin, welche, gell? Warte mal, eine M22 haben wir da. Man braucht irgendwas mit zwei Kühlern, ha? Sowas da. Das kann jetzt irgendwas aufs Gehäuse haben. Was macht denn unser Gurt, das wir vorhin schon so oft verbaut haben? Was bringst denn das eine? 3x120 mm, da ging also ganz schön was rein, oder? Das probieren wir jetzt einfach. Dreimal 120 mm Prozessorkühlung. Dreimal 120 mm waren ja 360 mm. Hätten wir eher das war nicht, gell? Hast du irgendwelche Vorzüge oder sowas? Eine Anna oder nicht? Er will nichts bevorzugt haben. Schwierig, schwierig, sehr, sehr schwierig. Gut, das war der Ohrenfall, die hätten wir da. Cooler Master, Master Liquid. Die kostet ja schon ganz schön Öcken. Was zum? Jetzt bestellen wir da noch eine mit. Gehäuse habe ich. Netzteil habe ich. Grafikkarten haben wir zwei Stück. Arbeitsspeicher haben wir, den haben wir. CPU nehmen wir vom Lager. Wasserkühlung haben wir auch. Die brauchen wir für den anderen und die brauchen wir für die Reparatur. Wenn wir was für die Festplatten bestimmen, eine Festplatte brauche ich noch. Für den brauchen wir noch eine Festplatte. So, was so? Dann nehmen wir jetzt mal zum Spaß eine Gigabyte SSD. Geld haben wir nur dafür, also im Budget ist das leicht drin. Hat. Ja, damit. Da bin ich auch gespannt. So, und der Herr Braun braucht ein Update. Der möchte 7611 haben mit Dual-Grafikkarten. Wir haben hier brandneue Komponenten. So, das heißt, wir müssen jetzt schauen. Einen Upgrade Builder. Drin hat haben wir jetzt im Moment einen 6700, das ist schon mal nicht schlecht. Arbeitsspeicher haben wir 2400. Im Moment haben wir eine GTX 1060. Gaming VR 3G. VR, keine VRX, gut. Current SLI haben wir nicht. Und Board haben wir ein. Wo ist denn das Mainboard? B250 Gaming. Das da. Das Budget haben wir 1500 Ökis. Targets-Core, den wir brauchen. Und Level 15 haben wir immer noch Upgrade. Das heißt, wir brauchen auf alle Fälle einen i7 7700K.
brauchen wir mindestens 460 Watt. Die haben wir über das Netzteil gut überdimensioniert. Und dann brauchen wir zwei MSI. MSI Radeons RX580 Gaming Plus 8G. So, jetzt schauen wir mal noch schnell, ob das Gigabyte. Jetzt haben wir also ein B250M. Kannst B250M? Kann Crossfire. So. Und wir brauchen wir bei den Grafikkarten. MSI Radeon RX 580 Gaming RX 580 Gaming plus 8G. Die sind Crossfire. Und das Board kann auch Crossfire, haben wir gesagt, oder? Board ist B250M. Board. Kann Crossfire, das ist gut. Sehr schön. Dann brauchen wir genau das. Also wir brauchen jetzt bei den Grafikkarten 180 ganz unten. Gaming X plus 8G liefert sogar noch ein bisschen mehr Leistung. Und weil es eh wurscht ist, bestellen wir zwei von denen. Und bei den Prozessoren müssen wir noch 7700K schauen. Was kostet das Ganze? 800.000, 1080, ja, da haben wir gut drin. Das sollte also ausreichend sein. Auch den nehmen wir an. Brauchen wir einen neuen PC für den Herrn Peter Groß. Wird aber eine lange Folge hier. Wow. Empfohlen. So, was brauchst du? Wir Wow empfohlen. Will Edwin. Zurück. World of Warcraft empfohlen. 2 GB 4 GB VRAM. Einen i5 6500 und eine R9 290. Dann nehmen wir den 6500er, der ist ein bisschen zu weit oben, und können wir bei den Grafikkarten irgendwas machen, aber ich glaube 290er, der vom Anix haben die es benutzt, kannst du vergessen. Also einen komplett neuen PC. Den nehmen wir auf alle Fälle auch einmal an. So, Prozessoren. Einen 6500er. Prozessorkühlung ist ein Intel. Nehmen wir also einmal Hauptplatinen. Jetzt haben wir den Kohle 2.5. Das MTEC Plus kann jetzt eigentlich auch nichts besonders mehr, gell? Und auch keine Multi-GPUs. Gut, brauchen wir eh nicht, dann reicht das aus, da ist so ab in den Warenkorb. Mit Speicher brauchen wir 2 GB, da lassen wir uns aber auch nicht lumpen. Da stopfen wir 4 GB eine. Und bei der Grafikkarte brauchen wir eine R290. Gut, es gibt gebraucht.
Wieso findet er den nicht? Da ist sie doch. Also benutzt, möchtest du neue Teile oder möchtest du gebrauchte haben? Neue Ware. Da erledigt sich das Ganze schon von alleine. Dann nehmen wir auch die mit ein bisschen mehr Dampf. So. Festplatten kriegst jetzt du wieder ganz normale. Netzteil bestellen wir wieder so 450er. Und Gehäuse bestellen wir wieder auch Vampirik noch mit. Ich mag das Vampirik jetzt. Das ist so schön Vampirik. Kabel. Ah, ich möchte was von HyperX haben. Was gibt's denn von HyperX? HyperX gibt es Arbeitsspeicher, HyperX gibt es SSDs. Und HyperX gibt es Prozessorkühler. Das bringt es einfach mal aus dem Baum. Das ist HyperX oder was? Nein, das steht noch Hyper. HyperX Fury hat Speicher. Bestellen wir mal dann sichern und bestellen wir mal so SSD damit. Dann nehmen wir aus dem Shop die normalen. Ach, die können wir mal im Stock lassen, in Stock Festplatten. Haben wir eher eine auf Lager, die keinen Weg hat. Ja, da wird zwar eine Menge Holz zu tun in der nächsten Folge, da immer sagen. Das wird lustig. Da freuen wir uns schon richtig. Das wird spannend. Können wir jetzt mal richtig schön geil ausgeben. Bist du gelähmt? Was haben wir denn noch Motor drin? Hat? Ah, das kannst du verwerfen. Neue PC-Teile können wir auch noch durchlesen. Ja, wird wahrscheinlich wieder SSD sein. Ein cooler Monster und eine i5 aus der 8. Generation. Und der Asus Prime Z370. Oh, fast mein Mainboard. So. Shop natürlich nicht vergessen, das Zeug zu kaufen. Dann gehen wir da raus. Gehen wir aus den Whiteboards raus. Dann fahren wir den PC over. Da bin ich gespannt, das wird ja lustig. Na, in diesem Sinne. Licht aus, dann gehen wir Haus. Noch Haus. Da bin ich jetzt gespannt. Also, bis morgen. Selbe Welle, selbe Stelle, gleiche Stelle. Viel Spaß, bis morgen. Also, bis zur nächsten Folge im PC-Building-Simulator natürlich. Pfiat euch, sagt der Maverick.